Hallihallo und willkommen zur heutigen Folge Animal Crossing New Horizons. Ja, in der letzten Folge haben wir einfach mal wieder unsere gemütliche tägliche Runde gedreht. Ich hoffe, ich langweile euch nicht damit. Wenn doch, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Allgemein, schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr euch bestimmte Sachen wünschen würdet, bestimmte Videos, dann versuche ich das natürlich umzusetzen und auf eure Wünsche einzugehen. Aber ja. Heute würde ich sagen, bauen wir mal wieder ein bisschen. Habe ich mir nämlich was überlegt, was ich ganz gerne umsetzen möchte. Hallo Dominik, lass mich mal durch, danke. Und zwar erstmal hier ein bisschen wieder Taschen leer machen. Und zwar die Anleitungen für Akai hier hinschmeißen. So, die Blume, die ich da in der Tasche habe, die packe ich jetzt auch mal hier. Flacke ich mal kurz hier hin. Der Rest kommt so weit möglich ins Lager. Die Tonung liegt auf so weit möglich. Hier von meinem Haustier muss ich auch wieder aufräumen. Da habe ich mal kurz die Teppiche und Tapete von Azissa abgelegt aus der letzten Folge, weil ich die erst noch... geht denn hier ab, weil ich die erst noch katalogisieren möchte, bevor ich die wegpacke. Und ja, das wollte ich nicht unbedingt in der Folge machen, damit ihr euch nicht zu sehr langweilt. Ja. Aber ich wollte hier ein bisschen was mit euch basteln heute. Und dafür brauchen wir Materialien mal wieder. Na komm schon, wo sind sie? Da, diesen Zaun hätte ich nämlich gerne. Und habe ich denn meine ganzen... Was sind denn die Fossilien? Ich habe voll dran vorbeigescrollt. Ich habe mich wieder ein bisschen was geschenktechnisch für Bertha einpacken. Stopp, wir brauchen da noch was. Und zwar mindestens ein Kissen bräuchte ich noch. Haben wir sonst noch irgendwas, was damit dazu soll? Ich überlege es gerade. Ja, damit ihr euch nicht wundert, was ich hier die ganze Zeit rum überlege. Und was ich vorhabe. Ich möchte nämlich eine kleine Lavendelfarm bauen mit den lila Hyazinthen. Und da muss ich natürlich gucken, was man da gebrauchen könnte an Items. Aber ich glaube, ich habe da so ziemlich alles. Nehme ich jetzt mal an. Sieht zumindest stark danach aus. Obwohl, den Gartenwasserhahn könnte man da eigentlich mit hinstellen. Und... Ups. So eine Schaufel. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So. Nein, nein. Ich wollte eigentlich meine Tasche haben. Und zwar wollte ich die Äste wegpacken. Und das Unkraut. Das hier kommt, muss ich auch dann noch katalogisieren. Das können wir eigentlich hier abstellen. Stellen wir das mal hier ab. Und dann eine Runde Geschenkpapier. Und so einmal das hier. Dann haben wir hier wieder ein schönes Geschenk für Bertha. Die Items, die ich brauche, die verfrachte ich hier hin. Und dann packe ich doch direkt mal die Fossilien, die ich draußen liegen habe, noch ein. Dann kann ich die nämlich drinnen hinlegen. Dann bin ich auf Platz im Lager angewiesen. So. Packen wir den Kladderadatsch mal noch. Ja, nein. So war das nicht hier geplant, Freunde. So.
Warum kann man nicht einfach gleich mehrere einpacken? Das wäre doch mal was, wenn man einfach auswählen könnte, einpacken und dann so viele auswählen, wie man möchte und dann den Einpackmodus beenden, indem man einfach B drückt zum Beispiel. Das wäre doch eine sinnvolle Erweiterung. So ein Quality of Life Update wäre das doch. Einmal alles ablegen, bitte. Ich bin mal gespannt, wie viele Geschenke wir noch brauchen, bis Bertha uns endlich freundlicherweise ihr Foto schenkt. Weil es ist langsam echt nicht mehr feierlich, was Bertha da treibt mit uns. Also es kann es ja nicht sein, dass Bertha uns hier einfach ihr Foto nicht rausrücken möchte. Ich will das umgestalten. Und zwar, okay, den Gartenwasser kann man nicht umgestalten, dann das Kissen bitte. Und zwar mit einem eigenen Design. Ich habe mir so ein ganz tolles Design geholt. Das da. Hätte ich ganz gerne. Yep. So, und jetzt bräuchte ich... Eigentlich brauche ich noch ein bisschen... ich bräuchte Zäune. Wo haben wir die denn? Tja. Ja. Doch, die passen tatsächlich am besten. Dann stellen wir ein bisschen Zäunchen her hier. Yay, der Stacheldrahtzaun ist fertig. Was wollte ich gerade noch? Genau, ich wollte mal... Nein. Ich wollte mal kurz in meine Designs reingucken, weil ich noch ein paar schöne Schilderdesigns mir geladen hatte. Oder ein bisschen was fürs Museum. Und hier hatte ich ganz tolle Designs für Schilder. Ja gut, hier passt aber nichts davon. Dann brauchen wir keine Schildchen machen. Aber ich sollte vielleicht... Wie viel Platz... Ja gut, reicht. Dann nehmen wir mal gleich ein paar Hyazinthen mit. Dass wir hier nicht ewig hin und her rennen müssen. Na komm. Ja, toll gemacht. Wie gut, dass wir noch hier stehen und einfach an unsere Werkbank gehen können. Ich möchte gerne wieder eine Schaufel haben. Dankeschön. Ja, wo haben wir? Da ist die Schaufel. So. Vielen Dank für die Schaufel. Vielen Dank. Von dir. Ja. So, wir hätten aber gerne noch eine Hyazinthe. Minimum eine. So. Aber wir müssen sie noch ein bisschen Platz lassen. Dass wir die Blümchen, die da oben stehen, ausgraben können, weil die müssen aus dem Weg. Der Kram hier muss aus dem Weg. Und da. Lasst mich nachdenken. Ich pack das Zeug erstmal ein und dann sehen wir weiter, was wir damit machen. Überlegen muss es Johi. Wie schaut es denn aus? Zwei Plätze haben wir noch. Ich würde fast sagen, wir stellen es erstmal drüben bei Sagiri hin. Wie gesagt, irgendwo muss es hin, ne? So. Erstmal die Blümchen wegverfrachten.
Etwas umständlich, aber was will man machen? Die kommt hier hin. Und den Rest, den... Na, müssen wir schon mal... Also schon mal die. Dann können wir die Tulpen hin verfrachten. Dann stellen wir hier vorne einfach die auf und gut ist. Einmal nach oben bitte und weiter geht's. Das ist immer schlimm, ne? Also man muss immer erstmal aufräumen, bevor man irgendwas anfertigen kann. Eieiei. Wie schaut's aus? Ach, wir sind voll. Auch gut. Die Leiter wäre praktisch. Dankeschön. Und dann verfrachten wir das ganze Zeug einfach mal hier hin. So. Und nach oben und weiter geht's. Jetzt rennen wir aber doch bitte nicht im Weg rum, Azisa. Dankeschön. Es ist jetzt äußerst ungünstig, dass du hier rumdüst. So. Das sollte wohl hoffentlich reichen. Überlegen, man kommt hier entlang und dann kann man eigentlich direkt hier so die das Farm schon machen. Ne? Hm. Da legen wir mal los. Ich hätte gerne den Schwarzerdeweg. Azisa, du bist echt im Weg. Mal schauen, wie wir da. Nein, der soll da hin. Mensch. Nein, Azisa, ich will nichts von dir. Geh bitte weg. Ich muss hier arbeiten. Push. Danke. Ach ja, danke schön. Na genau. Weil ich Azisa jetzt angequatscht habe, weil Madame da rumrennen musste. Wie unverschämt. So, den Weg, das brauchen wir ja als Weg, würde ich mal. Azisa, nerv mich. Bitte, danke. Ich danke, Azisa. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir es gedacht habe. Und zwar will ich ja noch ein bisschen Zäuntchen hier hinstellen. Ja, genau so wollte ich den hier haben. Ja, so jetzt nicht. Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes hier. Dann so vielleicht. Jetzt ist halt die Frage, machen wir das nochmal weg.
ob wir das so hier so lassen sollen, wie wir es gerade hatten, oder hier so ums Eck bauen sollen. So. Ich glaube, so ums Eck sieht besser aus, oder? Ja, ich denke schon. Sand Mai, Azisa, nerv nicht rum hier. Das geht ja mal gar nicht. Ja, den kann man da stehen lassen. Hier würde ich so einen hinstellen. Dann kann man hier schön durchlaufen. Blumen würde ich schon mal einpflanzen. Habe ich schon mal ein bisschen Platz wieder hier. So. Dann machen wir doch hier vorne direkt einfach so ein Feld mit komplett nur Blümchen. Jetzt sagt, geh mir nicht auf den Keks, Fräulein. Du bist echt ein bisschen anstrengend, meine Liebe. Okay, nein, das ist zu weit. So, Zaun bitte. Jetzt ist die Frage, ob ich halt meinen Zaun nicht wieder abreißen muss, eventuell. So. Wenn ich hier dann weiter Terraforming mache, da muss man dann halt gucken, wie das aussieht. Lieber Cissa, geh doch bitte mal aus dem Weg. Danke. Cool. Kein Zaun mehr. Wundervoll. Ja, ist jetzt nicht so dramatisch. Weil ich brauche eh frische. Geh mal weg, meine Gute. Ich möchte bitte dieses Geschenk haben. Wo befindet es sich? Wo fliegt es? Hallo? Ah, perfekt. Ja, toll, Azza. Stell dich doch voll rein. Danke. Geh. Husch. So, was haben wir denn? Eine Luxusbadewanne. Na toll. Was ich natürlich voll, was ich gebraucht habe, jetzt eine Luxusbadewanne. Das braucht die Welt. Oh, schmeißen wir die auch mal ganz kurz hier dazu. Schmeißen wir die auch mal ganz kurz dazu und basteln uns einen neuen Zaun. Wir bräuchten da noch einen. Wäre ganz nett. Nee. So. Packen wir uns mal die Blümchen hier ein, dann haben wir wieder mehr Platz, Zeug abzulegen. Hehe. Zwei Fliegen mit einer Klappe und so. Und die Blümchen haben wieder mehr Platz, sich zu vermehren. Also, ist schon praktisch hier. Ja, lassen wir es mal hierbei. Und düsen wieder nach oben. Ich habe ja auch noch ein paar Items, die abgelegt werden wollen. Aber ich würde erstmal hier jetzt noch eine Hyazinthe hin verfrachten.
So, dann verbrunst dich. Hau ab. Und hier möchte ich die Gartenschaufel gerne platzieren. Ja, nee, nicht so ganz. Mhm. Sieht doch gut aus. Und dann kommen hier noch ein paar Hyazinthen hin. Hier würde ich ja, das hinpacken. Nein, nein, aus, pfui. Hörst du wohl auf dich hinzuhocken, Fräulein? Ja. Obwohl, es wirkt tendenziell realistischer, wenn wir es so rum hin verfrachten, ne? Dann stellen wir erstmal weiter Zäunchen auf wieder. Gerade im Überlegen läuft, machen wir hier den Weg zum Durchlaufen? Oder hier? Oder lassen wir beide offen? Dann werde ich hier dann gerne noch mal eine Hyazinthe hin. Ach, Azisa, hau doch. Jetzt latscht mir dieses Kamel hier einfach mitten im Weg rum. Das ist doch auch nicht nett. So, machen wir hier noch einen Zaun hin. Ich würde sogar offen lassen hier unten. Azisa, wärst du so freundlich, mir bitte nicht im Weg rumzulaufen. Manu. Hier packen wir aber den Gartenwasserhahn auf jeden Fall hin. Es sei denn, der braucht zu viel Platz. Das wäre natürlich ungünstig. Ah, perfekt. Pack das Ding weg und... So, perfekt. Werde ich jetzt hier noch eine Pflanze hinmachen. Und hier noch was. So, zu 100% bin ich jetzt noch nicht zufrieden, muss ich sagen. Fehlt da noch irgendwas? Irgendwas fehlt mir hier noch. Mir fehlt vor allem, dass ich mal vernünftig gucken kann und dieses etwas nervige Kamel hier einfach mal Leine zieht. Das wäre ganz cool. Und ich finde ich schon mal ganz cool, unsere Lavendelfarm. Was fehlt da noch? Irgendwas fehlt hier noch. Also ich meine, klar, Wegdesign fehlt natürlich noch, aber irgendwas anderes noch. Boah, Azisa, hau ab. Verbrunzel dich, Fräulein. Ich sehe nichts. Hey, gerade wirklich, was ich hier. Sag mal, warum drücke ich die ganze Zeit falsche Knöpfe? Oh, dumm, dumm, dumm. Ja, man will das ja alles möglichst natürlich haben hier, ne? Ah!
ist schon eine kleine Herausforderung hier. Aber ich würde tatsächlich sagen, so. Nein, falscher Knopf. Und nochmal so eins hier hin. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus, oder? Dann könnte man hier noch so ein Fleckel hinmachen. So ein Fleckchen. Haben wir da, ist er. Nee, da nicht. Mehr so. Mehr so hier eigentlich. Aber auch das sieht irgendwie komisch aus. Dann nicht. Aber vielleicht hier hin. So ein bisschen zwischen die Blumen. Sieht das gut aus, Leute? Ehrlich, sieht es nach was aus? Ja, pack weg. So, und dann verbrachten wir hier, ja, yep. Perfekt, also das sieht gut aus, finde ich. Das würde ich tatsächlich sogar so lassen. Aber hier die Fleckchen, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die gut finde so. Schreibt da gerne mal in die Kommentare, was ihr hiervon haltet. Und wie ihr das gegebenenfalls sogar, oh, es zieht sich zu, wie ihr das gegebenenfalls sogar noch ein bisschen dekorieren würdet oder auch anders machen würdet. Bin da für jeden Tipp dankbar, liebe Leute. Deswegen schreibt das gerne mal in die Kommentare hier. Ich könnte tatsächlich aber noch vielleicht hier so einen kleinen Bienenstock aufstellen. Dafür brauche ich aber Zeug aus meinem... Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das könnte gut aussehen, wenn ich da noch so einen Bienenstock hinstelle. Machen wir das mal noch flink. Dafür brauche ich, glaube ich, Honigwaben. Ach, ich muss einfach mal wieder echt hier ein bisschen Farmmaterial farmen gehen. Haben wir hier Honigwaben? Also eigentlich müsste ich noch welche haben, glaube ich. Aber man weiß ja nie, ne? Ah, da. 8 Wespennester, perfekt. Gucken wir mal ganz kurz, wo das Ding ist. Wo haben wir die Dinger? Da, da ist er doch schon. Perfekt. So, Wespennest packen wir wieder ins Lager. Und den Bienenstock, den gestalten wir vielleicht noch um. Gucken wir mal kurz, was es da noch gibt.
Okay, wir belassen es dabei. Und stellen den noch schnell hin. Sind zwar relativ am Ende unserer Folge heute schon, aber so viel Zeit muss sein, dass der Bienenstock noch aufgestellt werden kann, ne? So viel Zeit muss schließlich noch sein. So. Perfekt. Ja, der passt doch 1A dazu. Was soll ich denn sogar hier dazwischen stellen? Liebe Leute, lasst es mich in den Kommentaren wissen, ob ich vielleicht den Bienenstock sogar hier dazwischen stellen soll. Oder auch nicht. Und auch sonstige Verbesserungs-, Veränderungsvorschläge für unsere kleine Lavendelfarm hier nehme ich natürlich sehr gerne an. Weil, wie gesagt, irgendwie bin ich mir auch mit dem Weg hier noch nicht ganz so sicher, mit diesen Dreckflecken hier. Deswegen gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, und Verbesserungsvorschläge machen. Und ja, ich ziehe mich mal ganz kurz noch um. Yep, wir sind fertig mit Bauen. Es wird immer grauer am Himmel. So. Dann würde ich aber sagen, sind wir hiermit auch am Ende angekommen. Und ja. Was soll ich sagen? Sind wir so gut positioniert? Ja. Würde sagen schon. Ja, wenn euch der Bau der kleinen Lavendelfarm hier gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr gegebenenfalls anders machen würdet. Jeder Tipp, Vorschlag ist gerne gesehen. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Denn Animal Crossing kommt täglich. Mal gucken, was wir morgen Schönes basteln werden oder auch so tun werden hier. Ja, kommt auf Social Media vorbei. Auf Discord können wir uns super gerne austauschen, auch über Ideen, Inspiration austauschen, auch für Inselgestaltung. Ihr erfahrt dort über geplante Aktionen im Stream zum Beispiel und so weiter und so fort. Den Link dazu findet ihr in der Infobox, genauso wie zu sämtlichen anderen Social-Media-Kanälen von mir. Schaut da gerne mal vorbei. Würde mich sehr freuen, da werdet ihr auch immer aktuell informiert über alles. Und ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich denke nicht. Würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Dienstag. Hoffe, ihr habt schönes Wetter und genießt die Zeit. Und ja, dann hoffe ich, ihr schaut morgen wieder rein. Bis morgen.